Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Basis- oder Basics-Video. Und zwar möchte ich in diesem Video auf den ICN eingehen, welche Möglichkeit man da hat und werde das natürlich auch wieder ein bisschen allgemein halten. Dazu möchte ich vorher noch eine neue Konstruktion erzeugen, um ganz kurz nochmal auf das Start-Center einzugehen. Und zwar gibt es hier oben diese zwei Optionen, neue Konstruktion erstellen oder neue Konstruktion erstellen 3D-Baugruppe. Wenn man im Bauwesen unterwegs ist, sprich Schlosserei, Fassadenbau, Blechbau, dann würde ich euch empfehlen, immer mit einer 3D-Hauptbaugruppe zu beginnen. Ansonsten ändere ich persönlich in dieser Maske relativ selten etwas. Eventuell den Maßstab, den ich vorher vergebe, jedoch mache ich dies meistens eher nachträglich. Das heißt, in dieser Maske wird standardmäßig von mir persönlich nichts ausgefüllt. Natürlich kann jeder selbst diese Maske verwenden und zum Beispiel Bearbeitungsebenen anlegen oder direkt hier über eine Schnittstelle was laden. So, mit OK wird mir hier, weil ich eine bestehende Konstruktion habe, gefragt, ob ich diese speichern möchte. Dies bestätige ich jetzt mit Nein. Und jetzt kommt meine erste Maske, und zwar sind das die Teileattribute für die Hauptbaugruppe. Diese sollte man immer mit Änderungen übernehmen und nicht auf Abbruch. Weil wenn ich auf Abbruch gehe, das möchte ich hier zeigen, dann wird diese Hauptbaugruppe nicht erzeugt. Dies kann ich natürlich nachträglich mit der rechten Maustaste in der leeren Konstruktion und kann hier sagen Hauptbaugruppe erzeugen. Jetzt kommt mir wieder diese Maske und ich bestätige das mit Übernehmen. So, ich möchte jetzt, wie vorhin gesagt, auf die Funktionen eingehen. Dazu erzeuge ich mir als erstes ein neues Teil. Dies kann ich hier auch in der Grafik mit der rechten Maustaste und kann sagen, ich möchte hier zum Beispiel ein neues Regelteil erzeugen. Mir öffnet sofort den Dialog dazu, wo ich zwischen den jeweiligen Figuren bzw. Regelkörpern umschalten kann. Und je nachdem, welchen Regelteil oder Regelkörper ich hier ausgewählt habe, sehe ich die dazugehörenden Parameter. Wieder mit der rechten Maustaste kann ich hier sagen, in den Ursprung setzen. Und mit der mittleren Maustaste kann ich diese Funktion bzw. diesen Regelteil übernehmen und die Funktion schließen. So, jetzt habe ich hier im ICN unterschiedliche Funktionen. Als erstes hier nur aktive Ansicht darstellen oder nicht. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel über diesen sogenannten Ansichtsrahmen mit der rechten Maustaste hergehe und ich sage hier, ich möchte 4 Standardansichten erzeugen, dann erzeugt mir HiCut hier 4 Ansichten von diesem Regelkörper. Je nachdem, welche Ansicht aktiv ist, kann ich hier nur mit einer Ansicht arbeiten. Und wenn ich hier wieder draufklicke, dann sind mir alle Ansichten wieder aktiv. Ich könnte hier auch noch Position 1 auf der Tastatur drücken und somit erhalte ich eine Gesamtansicht meiner Konstruktion. Hier kann ich noch weitere Blattbereiche einfügen, was man hier sieht, oder die Ansichten aktualisieren. Weiters ist hier über dieses Zahnrad, was man in allen Bereichen sieht, sind hier verschiedene Einstellungen möglich. Im Prinzip mehrspaltige Struktur, das heißt, hier kann ich umstellen
und ich sehe, so wie es in der vorigen Version war, mit der einspaltigen Struktur. Jedoch übersichtlicher ist für mich natürlich diese Struktur. Hier, wenn ich mit der Maus über gewisse Symbole drüber fahre oder drüber gehe, sehe ich natürlich gewisse Eigenschaften, welche ich mit der linken Maustaste auch jederzeit ändern kann. Weiters kann ich mit der Steuerungstaste mehrere Ansichten auswählen und gewisse Aktionen mit dieser Ansicht erzeugen oder machen. Weiters würde ich hier im Bereich des Features auch noch darauf eingehen. Das heißt, wenn ich das Teil anwähle, dann wird der jeweilige Feature-Schritt aktiviert. Doppelklick auf diesen Bereich und ich komme ins Ursprungsmenü zurück und kann gewisse Werte ändern. Dies kann hier auch noch mit den Einstellungen geändert werden. Das heißt, mehrspaltige Struktur darstellen, ja oder nein. Die IDs wären diese Nummern, welche jedoch bei sehr langen Protokollen sehr hilfreich sein können. Diese Menüs, sprich Feature-Einträge, kann ich natürlich auch mit diesem kleinen Pfeil aufklappen und kann hier meinen Wert eingeben. Oder ich kann hier Doppelklick auf zum Beispiel hier auf diesen ersten Bereich und ich komme in den Taschenrechner rein. Dieser Taschenrechner kann beliebig mit Werten, sprich Variablen, belegt werden. Ich kann diesen Taschenrechner auch zuklappen, um es ein bisschen übersichtlicher gestalten. Dadurch ich jetzt diese Variable b nicht definiert habe, wird mir beim Betätigen der Enter-Taste abgefragt, welchen Wert die Variable b einnehmen soll, was ich jetzt einfach mal mit 50 definiere. Somit habe ich hier meine Teile abgeändert. Je nachdem, welches Feature ich habe, können unterschiedliche Längen bzw. Bezeichnungen oder Werte definiert werden. Im Bereich Kommentar kann ich direkt meine Kommentare definieren, was ich hier einfach mal reinschreibe. Und diese Kommentare werden mir hier direkt übernommen. Weiteres kann ich hier auf ein Teil gehen. Ich möchte hier als Beispiel an diesen Quader eine Bohrung setzen. Das heißt, ich gehe hier mit der rechten Maustaste auf das Teil, wähle Variable Durchgangsbohrung, gebe hier eine Fläche an, beziehungsweise Ebene, das heißt, ich fahre hier mit der Maus über diese Fläche. Ich bin diesem Eckpunkt am nächsten, das heißt, mein Nullpunkt ist an diesem Eck. Ich bin der horizontalen Kante näher als der senkrechten Kante, also vertikalen Kante. Deswegen ist meine Y-Achse nach oben und meine X-Achse horizontal. Dies bestätige ich mit der linken Maustaste. Man sieht hier auch, ich kann hier auch weitere Optionen anführen, was für mich jetzt aber nebensächlich ist. Und jetzt wird mir eine Bohrungsdurchmesser abgefragt, welchen ich hier einfach mal bestätige. Auf die Funktionen wird in späteren Videos eingegangen, da es für mich jetzt wichtig ist, auf die Bedienung einzugehen. Ich habe meine erste Bohrung erzeugt und mittels mittlerer Maustaste drücken, wird mir diese Bohrung erzeugt. Jetzt sieht man, jetzt wurde mein zweiter Bearbeitungsschritt, sprich zweites Feature, definiert. Und wenn ich dies
aufklappe, habe ich natürlich viel mehr Funktionen und Werte in diesem Feature, welche jedoch alle ganz einfach geändert werden können. Weiters kann ich hier auch noch diese Einfügeposition mittels linker Maustaste nach oben verschieben und man sieht hier, dass diese Bohrung hier verschwunden worden ist, weil die Neuberechnung immer nur bis zur Einfügeposition geht. Ich könnte hier mittels dieser drei Icons sagen, dass die Teile eben bis zum nächsten Feature oder bis zum Ende durchgerechnet werden sollen. Und somit habe ich hier meine Bohrung wieder erzeugt. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Quader gehe, dann sehe ich hier, dass dieser Quader markiert ist. Wenn ich diese Bohrung anwähle, dann ist die Bohrung markiert. Dies wäre so, wenn ich dies im Feature-Bereich mache. Wenn ich dasselbe im 3D oder in der jeweiligen Ansicht mache, ich stelle die Ansicht jetzt nochmal um auf eine andere Darstellungsart, dann kann ich mittels Shift-Taste auf der Tastatur und der linken Maustaste direkt in der Grafik meinen Feature-Schritt anwählen. Oder mit der Shift-Taste und rechten Maustaste kann ich hier auch weitere Funktionen, sprich wenn ich diese mit einer Skizze erzeugt habe, ändern. Wenn ich also hier diesen Wert ändern will, dann kann ich auf diese sogenannten Parametermaße mittels Doppelklick klicken und den Wert, den ich hier haben möchte, ändern. In der 3D-Teilestruktur ist der Aufbau der Strukturen in gewisse Bereiche aufgeteilt. Das heißt, ich habe hier auch standardmäßig meine drei Darstellungen, sowie hier habe ich natürlich auch wieder die Möglichkeit umzuschalten in eine einspaltige oder mehrspaltige Struktur. Ich habe die Möglichkeit, über Positionstext darzustellen oder nicht. Die Darstellungsart kann geändert werden. Ich habe auch weiters die Möglichkeit, weitere Attribute anzuzeigen, welche in weiterer Hinsicht auch frei definierbar bzw. änderbar sind. Jedoch die Anzahl der Spalten ist auf 6 Spalten begrenzt, wobei die letzten 3 frei konfiguriert werden können. Wenn ich jetzt keinen Blödsinn erzähle, müsste sogar das Kommentar auch noch geändert werden können. Dies kann ich natürlich jederzeit wieder ausblenden. Weiteres habe ich hier auch noch die Möglichkeit, die Feature-Fehler anzeigen zu lassen. Ich weiß schon, dass dies nur ein paar begrenzte Funktionen sind, jedoch möchte ich auf die weiteren Funktionen in weiteren Videos eingehen.